Daniel hatte gerade wieder die glorreiche Idee zu sagen, Anne, das ist jetzt kein normales Rezept, sondern wir gucken mal, ob du das auch wirklich in kurzer Zeit hinbekommst, weil du immer erzählst, dass Rezepte schön schnell und einfach gehen. Deswegen machen wir mal Zeitstopp. Los geht's. Und wir machen ja heute asiatische Nudeln. Als allererstes habe ich Wasser aufgekocht. Ja, das habe ich mir vorher gegönnt. Und das gebe ich jetzt über meine Glasnudeln. Ich habe die jetzt extra schon in ein Sieb gestellt, deswegen, weil ich habe ja nicht so viel Platz hier. Und dann kann ich das gleich da raussieben. Und während die Glasnudeln hier schon ein bisschen gar werden, habe ich die große Aufgabe, Gemüse habe ich schon da, dass ich Knoblauch und Ingwer schneide. Weil für jedes asiatische Rezept, ich sag's euch, braucht man diese zwei Zutaten. Leider ist nur ein kleines Messer da, aber auch das geht. Ingwer runterschneiden, erstmal die äußere Schicht, die brauchen wir nicht, die könnt ihr eventuell zum Tee benutzen. Und dann geht's jetzt an die Ränder wegschneiden. Ja, ich weiß, relativ viel weggeschnitten, aber wir haben es ja eilig, wir haben es eilig. Und jetzt Knoblauch. Und dann Ingwer. Ingwer ist nicht nur gesund, sondern ich sage euch, jedes Rezept, was ihr macht, ihr könntet wahrscheinlich sogar Spaghetti Bolognese machen, wenn ihr da Ingwer reinhaut, hat es immer so einen asiatischen Touch. Okay, Ingwer und Knoblauch ist soweit. Und dann kann ich mich auch dran machen, jetzt meinen Herd anzubekommen. Ich gehe schon mal in Deckung. Wenn ihr einen Wok habt, könnt ihr auch gerne einen Wok benutzen. Ich habe jetzt keinen da. Und was unser A und O heute ist, ist unsere Currypaste. Nein, ich benutze jetzt kein Currypulver oder so, weil thailändische Currypaste ist eine Investition wert. Ich sag's euch. Das ist die rote Currypaste. Die gibt es in jedem Asia-Shop in tausendfacher Ausführung. Rot gibt's, grün gibt's, gelb gibt's. Und die rote kann man richtig gut lange im Kühlschrank aufbewahren. Es kommt immer in so einem Tischchen. Ihr könnt es natürlich auch umfüllen. Und hier ist all the goodness drin. Ich sag's euch, all the goodness. Und ihr könnt es für so viele Rezepte benutzen. Wenn ihr gerne noch mehr Rezepte mit der Paste hättet, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wir machen heute ein schnelles Gericht mit ein bisschen Öl. Dann gebe ich als allererstes mein Knoblauch und mein Ingwer dazu. Das soll jetzt anfangen ein bisschen braten. Und anschließend wird das Ganze dann noch verfeinert zusätzlich mit der Currypaste. Da wirklich nicht zu großzügig mit umgehen, weil es ist relativ scharf. Daniel isst nicht so gern scharf, ich schon. Wir versuchen dann immer so einen Mittelweg zu finden, wie es beiden schmeckt. Und sobald das hier anfängt zu braten, rühren wir das mal gut um. Und dann kann ich anschließend schon ein bisschen von meiner Paste dazugeben. Ich würde jetzt raten euch dazu, dass ihr nicht zu viel davon nehmt, besonders wenn ihr es zum ersten Mal esst. Daniel hat schon Angst in den Augen. Und besonders dadurch, dass wir es anbraten, wird sie oft noch ein bisschen schärfer. Also nicht zu viel davon nehmen. Ihr meint ja nur gut, ich weiß, ihr meint alle nur gut. Dann, wenn das ein bisschen gebraten hat, gebraten wurde, gebe ich Gemüse dazu. Hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Brokkoli, ich habe jetzt Paprika, Karotten und ein bisschen Prinzessinbohnen. Anbraten. Und das riecht schon so himmlisch nach Thailand-Urlaub. Rühre ich das gut und anschließend kommt ein bisschen noch von meinem gekochten Wasser dazu, um es ein bisschen abzulöschen. Dann noch ein bisschen Sojasauce. Ihr könnt auch sehr gerne Salz nehmen, wenn ihr das nicht da habt. Und schon sind wir dabei, dass wir unsere Nudeln dazugeben können. Das heißt, Herd ausmachen, Nudeln rausholen, einmal noch durchschütten
Und wenn ihr wollt, könnt ihr die auch sehr gerne noch durchtrennen, weil die sind relativ lang, aber das machen wir jetzt nicht. Und wir geben sie da drüber. Und jetzt geht es einfach nur daran, das gut durchzumischen, damit das auch nicht nur ein Bollen am Ende ist. Das wäre ja doof. Ihr seht, es nimmt richtig, richtig schön unsere Curryfarbe an. Und abschließend für den Pfiff könnte man es jetzt noch garnieren mit Frühlingszwiebeln und auf jeden Fall ein kleiner Schuss Zitrone. Ist ganz, ganz wichtig für dieses Rezept, weil es ein bisschen Ausgleich schafft vom Scharfen, vom Salzigen. Und dann habt ihr am Ende mit dem bisschen Zitrone ein richtig leckeres Rezept. Und ich würde sagen, stopp! Anna hat 5 Minuten und 30 Sekunden gebraucht und ich würde sagen, so viel Zeit hat jeder zu Hause, um sich was Gesundes, Leckeres zu kochen. Und ich habe jetzt so viel gekocht, dass Daniel und ich das sehr, sehr gut als Mittagessen uns gönnen können. Und ich hoffe, ihr macht es mal nach. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr mehr wieder so kurze Rezepte haben wollt. Und im Blog habe ich euch nochmal verlinkt, was ich alles benutzt habe. Und wenn ihr keinen Asia-Shop in der Nähe habt, könnt ihr zum Beispiel solche Pasten, wie die Paste, die ich heute benutzt habe, auch sehr, sehr gut online bestellen. Also auf geht's, euch noch einen schönen Tag, tschüss!